Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Jantje. Ich möchte euch heute die Übung Paschimottanasana vorstellen. Man könnte auch sagen Rumpfbeuge. Das geht folgendermaßen. Wir legen uns auf den Rücken. Die Arme werden zurückgelegt. Wir atmen aus, langsam einatmend, auf 8 zählend, heben wir die Arme über den Kopf und richten den Körper ganz auf, den Rumpf. Dann ausatmend gehen wir nach vorne, bis wir die Knie mit den Händen erreichen können. Gehen mit dem Kopf auf die Knie. Die Beine bleiben ganz gestreckt. Dann verharren wir einen kleinen Moment. Langsam einatmend, gehen wir wieder hoch und atmen aus. Das ist im Prinzip die Übung Paschimottanasana. Das Bewusstsein wird bei der ganzen Übung im Solarplexus gehalten, das ist hier das Magennervengeflecht oder Sonnengeflecht. Ja, ich mache es einmal im Rhythmus vor. Also ich lege mich auf den Rücken hin. Die Arme sind zurückgestreckt. Ausatmen, aufrichten auf 8. Ausatmen, vorbeugen, die Knöchel fassen, Kopf auf die Knie und die Ellenbogen sind auf dem Boden. Das ist Paschimottanasana. Das bewirkt eine vorzügliche Gymnastik und Bewegung hier der Bauchorgane. Die Nerven der unteren Rücken- und der Lendengegend, auch hier vorne, werden gestärkt. Es wirkt sich auch die Verdauungsorgane heilend aus und regulierend. Auch auf die Blase und die Geschlechtsorgane hier unten. Und es sind sogar Erfolge bei der Zuckerkrankheit nachgewiesen worden. Also bei den inneren Organen, die hier in diesem Bereich liegen. Außerdem ist es eine gute Übung, wenn wir ein bisschen Wohlstandsfett angesammelt haben, ein kleines Bäuchlein haben. Das können wir mit regelmäßiger Übung von Paschimottanasana leicht rückentwickeln und in Muskelmasse umsetzen. Jo, das war's soweit zu Paschimottanasana. Bis zum nächsten Mal, euer Jantje.